seine ungeheuerliche Falschmeldung. Ungeheuerlich, was da aus Stuttgart gekommen ist von den zwei Zeitungen. Zu Ihrer Information, seit heute ist auch die juristische Abteilung von Bayern München unterwegs, um dagegen rechtliche Schritte sind eingeleitet. Das werden wir uns natürlich nicht gefallen lassen, dass hier irgendwelche Dinge verkündet werden, die total an den Haaren herbeigezogen sind und jeglicher Wahrheit auch entbehren. Die Laufzeit des Spielers ist bekannt, er hat einen Vertrag noch bis 2020. Und ich bin überzeugt, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass der noch Jahre beim FC Bayern verbringen wird, weil wir alle total von ihm überzeugt sind, inklusive übrigens auch unserem Trainer. Ich glaube, alle Parteien haben kundgetan, dass er Nachfolger im nächsten Jahr von Philipp Lahm wird. Und das Vertrauen hat er von uns, das weiß der Junge auch. Ich bin immer ein Freund, dass ich bei Gerüchten ruhig bleibe und auch nicht so, dass wir auch nicht sofort da reagieren. Ich weiß schon, was in den nächsten Wochen am Transfermarkt mit Bayern München in Verbindung gebracht wird oder auch nicht. Aber ich glaube, wenn Falschmeldungen dieser Qualität dargestellt werden, dann muss man sich auch darauf einstellen, dass wir darauf auch in der Zukunft juristisch und zwar gnadenlos reagieren werden.